So Leute, herzlich willkommen zu meiner neuen Rubrik Let's Test oder Let's Fail. Ich habe im Wii-Kanal ein bisschen geschafft und habe mir so ein paar Demos runtergeladen, die sind kostenlos. Und da werde ich jetzt jeden Mittwoch alle Tests drüber machen. Anfangen wir mit Too Fast for Gnomes. In dem Spiel, ja, ich hab's schon einmal durchgespielt. Das sind ein paar Welten, die was da zu sagen sind, wie schwer und wie lustig und wie paranoid du bei dem Spiel wirst, weil es hört sich niedlich an, es hört sich leicht an. Ist aber nicht. Das Problem ist, es ist die ganze Zeit, es läuft durch. Wenn du die ganze Zeit auf den Bildschirm hinschaust, dann ist das extrem anstrengend, weil sich die ganze Zeit was bewegt. Wir müssen die waagrechte Position hernehmen. Und wir haben da den Gnom König, der uns wie bei Mario auf die Rettung der Prinzessin schickt. Und wir starten mal die Demo mit zwei Hupfen. Mit Zora und Steuerkreuz nach oben können wir einen Fallschirm öffnen. Springer und Fallschirm. Das Problem ist, wenn wir da hochrufen und bei irgendeiner so einer Karte abkommen sollten, starten wir sofort wieder vom nächsten Checkpoint. Und das ist das Problem. Das da sind Sachen, die was man am Anfang sehr schwer erkennen kann. Wir haben auch große Probleme gehabt. Und laufen tue ich nicht. Ich spring bloß und betätige einen Fallschirm. Mehr braucht man bei dem Spiel nicht machen. Ah, scheiße. Dann muss ich durchlaufen. Dann öffnet sich das. Und da muss ich drauf springen. Und man startet immer wieder vom Checkpoint. Das ist irgendwie. Und das ist das Finish. Ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt. Also es gibt ein Ende bei der Demo natürlich. Es wird zum Schluss noch richtig anspruchsvoll. Das ist ja jetzt schon nicht leicht, muss ich irgendwie zögern. Und ab jetzt wird's schwach. Das Problem ist, man muss teilweise wissen oder hervorahnen, wann man jetzt ein Fallschirm braucht und wann nicht. Weil sonst wäre das ganze Spiel eher ein wenig zu leicht. Und das ist schön, wenn man da so viel failen kann. Man muss ja da immer erkennen, was ist Freund und was ist Feind. Das ist teilweise das Problem. Bei den Zacken erkennt man es oft nicht. Da bei dem Machen erkennt man das fast gar nicht. Da bin ich so aufgeregt, dass ich da drüber gucken kann einmal. Thank you.
auf den Zwerg, wenn man zeichnet, dass man sich den Zwerg genau ausdenken muss. Dann ist das irgendwie begünstigt, das ist eigentlich bloß ein Bord mit Händen, Füßen und Kopf. Und dann ein Haum. Geh, jetzt mache ich den Fehler schon wieder. Wenn man sich ganz intensiv auf die Welt konzentriert, dann ist es extrem hart, wenn so viele Farben beieinander haben. Glaube ich, kommt der schwierigste Part. Ich war, glaube ich, eigentlich sogar drauf gesprungen, oder? Und natürlich schaue ich bis jetzt wieder nimmer. Dann muss ich wieder fliehen. Und auch nicht wirklich. Ich fand das Spiel eigentlich relativ glatt, wenn man sich halt auskennt. Und man sich extra kaufen will, ich glaube, dass ich da Mario auch spielen kann. Das ist irgendwie eine coole Idee, mit dem BH da umeinander zu fliegen. Schön. Das ist natürlich zu kompliziert mit dem Luftzug von unten nach oben. Manchmal nehmen wir das so mit, das andere Mal muss oberspringen. Das mal kurz auslassen, damit der Wind wieder einfährt. Das ist ein bisschen schwierig und kompliziert. Und viel mit Glicker. Ja, was ist denn los? Ich weiß jetzt gar nicht, wie es gescheiter ist, dass man es tut. Im Versuch war es am besten gewesen. Und das Problem ist, dass ich immer wieder von vorne fangen muss. Und weil es so schnell läuft. So finde ich es irgendwie recht amüsant. Wenn man den Knungen mal so nebenbei, wenn man sich nicht aufs Spiel konzentrieren muss, mal ein bisschen zuschauen, wie er läuft. Irgendwie witzig. Oh,
einfach so genommen müssen wir sein, weil da spart man sich das Klang oder das Hände und Bier, das kann jeder singen, wenn man fährt. Über die nicht gerne gesehenen, eigentlich schon gern gesehenen Körperteile ragt, dann ist ja das eh perfekt. Und das ist gut, dass man kann doch nicht Game Over gehen. Das ist ein Vorteil. Es gibt kein Game Over. Ah. Man kann auch keine Level vorziehen. Man muss durchziehen. Ja, denn der Freund bleibt da, damit das funktioniert hat. Yes! Checkpoint! Yes! Endlich zu Ende. Jetzt geht's durch, wenn man das aufpasst. Es ist schwierig, was man gut getimt hat. Wir waren sprengen da jetzt nochmal. Dann muss ich einen Vogel fallen lassen. Ah, das ist ein Glückssache. Muss man gut beieinander sein. Man drückt jetzt nach oben, du weißt ganz genau, dass ich fliegen muss. Yes. Und da weiß ich auch, dass ich da unten lang muss. Ich habe das Ganze schon mal gespielt und warum tue ich es nicht? Weiß ich jetzt schon, dann tauchen schon weg. Oh, und jetzt wird es regnerisch. Oh, jetzt ist es wirklich mal kompliziert. Und ich finde, dass die Demo eigentlich relativ lang gemacht haben. Ah, da muss man flank sein, das ist ein Ding. Jetzt habe ich aufgedrückt, aber davor ich mal den nicht aktiviert. Geht! Das ist aber nicht verliert. Okay, das ist aber jetzt schon ein wenig fies. Okay.
weiß ja gar nicht mehr, wo es hinschweben soll. Ah, das war jetzt zu wild. Geschafft. Ja, und wir haben das Ziel erreicht. Wahnsinn. Halt es sein. Halt. Und wir haben gerne gekriegt. Der hat Englisch kann ja quasi durchlesen. Ich bin nicht der Englisch, auf jeden Fall kann man nachher nur verschiedene Wörter, Eiswörter, als verschiedene Genome. Geht auf jeden Fall noch weiter. Es glaubt auch circa so lange wie ein Mario-Spiel. Also wir haben einen Zauberer, ein Feuer, ein Eis und einen normalen Gnome, einen Gartengnome. Ich konnte mir jetzt die Folie aus dem Oberlauner. Tue ich aber nicht, weil die Demo-Version, die reicht mir vollkommen. Ich fand, dass recht gelungen ist. Ob man es jetzt kaufen sollte, ist jedem selbst überlassen. Ich finde das nicht schlecht, das ist wirklich nicht. Sie haben es gut gemacht. Vielleicht, dass man nur ein bisschen deutlicher machen kann, was jetzt einen anbringt und was nicht. Wie es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, auf YouTube und auf Facebook. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen hoch. Wenn euch überhaupt nicht gefallen hat, wieder Daumen hoch. Und ich hoffe, dass wir sie nächste Woche am Mittwoch wiedersehen beim nächsten Let's Test. Und ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen.